Moin, willkommen in Lübeck am Hauptbahnhof. Hier seht ihr gerade einen Doppelstockzug des Typs Stadler KISS, Baureihe 445, als Regionalbahn nach Lübeck-Travemünde abfahren. Im Hintergrund steht ein weiterer Zug dieses Typs, der bald als Regionalexpress RE8 nach Hamburg fahren wird. Immer um die volle Stunde ist Lübeck Hauptbahnhof Taktknoten im Regionalverkehr von Schleswig-Holstein. Außer den Zügen nach Travemünde und nach Hamburg fahren dann auch Züge nach Kiel, wie hier gerade im Bild zu sehen, sowie nach Lüneburg und nach Neustadt in Holstein. Bisher waren dies meist Dieseltriebwagen der Baureihe 648, wie auf diesen Aufnahmen. Sie stammen vom Nachmittag des 4. November 2023. Auch der Zug nach Neustadt besteht aus Dieseltriebwagen, allerdings schon in der neuen blauen Schleswig-Holstein-Farbgebung. Am Abend dieses Tages waren dann zwei der neuen Akkutriebwagen Stadler Flirt Akku, Baureihe 526, als Regionalexpress nach Kiel im Einsatz. Der Zug fährt mit gesenkten Stromabnehmern ein. Dann werden die Akkus an der Oberleitung nachgeladen. Ein Blick aufs Dach. Die Akkus sollen teils auf dem Dach, teils unter dem Wagenboden angeordnet sein. Der Zug in der Gegenrichtung nach Lüneburg bestand an diesem Abend aus Dieseltriebwagen. Während des Ladevorgangs ist dieses leicht schrill klingende Geräusch zu hören. Gleich wird das Laden der Akkus beendet und der Stromabnehmer wieder gesenkt. Wenig später fährt der Akkuzug pünktlich nach Kiel aus.
Kurz darauf verlassen die Züge nach Hamburg und Lüneburg den Lübecker Hauptbahnhof. Die blaue Farbgebung für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein wird auch nach und nach an den Regionalbussen sowie an den Fahrkartenautomaten verwendet. Etwa eine halbe Stunde später kann man wieder nach Hamburg fahren. Von dem Zug der Linie RE80 wird allerdings ein Triebzug Baureihe 445 abgekuppelt und fährt ins Abstellgleis. Nur die hinteren vier Wagen fahren nach Hamburg. Auch nach Kiel gibt es eine halbe Stunde später wieder eine Verbindung, nämlich mit einer Regionalbahn. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.